Good afternoon, 47. Your destination is Marrakesh, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Strandberg and army general Reza Zidane, two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zidane orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zidane to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general's staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zidane's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hitman. Ja, wir starten heute richtig gut durch. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut ihr euch unbedingt an. Da haben wir eine Mission wiederholt und mal ein bisschen anders durchgegangen. Das heißt, wir sind mit einem Scharfschützengewehr, haben wir geguckt, dass wir die ausschalten. Und falls ihr die nicht gesehen habt, guckt sie am besten euch an. Die war echt ziemlich lustig und ziemlich spannend. Deswegen, ja. Und dann schnacken wir gar nicht ewig rum, machen wir erstmal mit der Mission weiter. Wir haben zwei Ziele. Einmal hier den hier und einmal den anderen. Und wir gehen mal direkt zur Planung. Guck mal, was nehmen wir denn mit? Wir können nur da zur Schmugglerbereich mitgehen. Okay. So, wir haben eine Pistole. Sturmgewehr. Warum auch immer das so lang laden muss. Hier wäre der aber, glaube ich. Bin mal überlegen. Tödliches Gift. Einfach mal das hinterlegen. Startpunkt haben wir bestimmt nur einen einzigen, da wir die Mission noch nie gespielt haben. Genau. Wassereingang. Was nehmen wir mit? Klavierseite. Oder was anderes. Ja, bin überlegen. Also Münze auf jeden Fall. Überlege, ob ich nochmal Münze mitnehme. Oder einen Dietrich. Ich glaube, ich nehme Dietrich auf jeden Fall mit. Kann nicht schaden. Und da nehme ich auf jeden Fall auch den anderen Anzug. Und damit starten wir erstmal die Mission. Welcome to Marrakesh, 47. The situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown, but the protests are only a stone throw away from full-blown riots, and Zidane won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Good luck, 47. Okay, sehr schön. Ja, hier sind einige Menschenmassen unterwegs. Und hier sind noch die ganze Zeit die News, wo hier ausgebreitet werden. Und wir schauen uns mal, was es für Gelegenheiten gibt hier. Gucken wir erstmal auf Gelegenheiten. Okay. Beste Sendezeit. Böses Blut. Goldene Hände. Honigwabe. In den Kaninchenbau. Schaut interessant aus, weil hier zwei, die beiden Hauptziele sind. Ich glaube, das nehmen wir auch mal. Aber trotzdem weiter. Kirschblüte. Sesam, öffne dich. Ah, genau, das mit dem Schlüssel. Warum wir kämpfen. Okay, ich würde sagen, wir verfolgen mal das hier, den Kaninchenbau, das Ziel. Wo müssen wir denn dahin? Da, das schaut ein bisschen höher aus. Ah, genau. Ich muss mal das mal verfolgen. So ein bisschen der Wache hinterhergehen. Macht uns ja schon ein bisschen Platz. Ah, Getränkedose. Nehmen wir mal mit. So als Ablenkung oder so.
Hab ich schon immer gebrauchen. Achtung. Okay, ja, passt ja. Was können wir hier machen? Als Kunde untersuchen, also könnte man sich so tarnen. Ja, ich bin gerade am Umgucken, oder? Ah, das ist ganz gut zu wissen, dass man sich hier als Kunde verstecken kann. So, wir sollen hier irgendwo nach oben gehen. Schauen wir mal, was wir. Hier vorne. Können wir lang. Was haben wir hier im Boden? Getränkedosen. Und. Okay. So. Ah, okay. Kommt der raus? Sehr schön. Muss nämlich hier rein. Perfekt. So, jetzt müssen wir gucken. Wir haben hier oben. War keinen. Einen doch. Einen haben wir hier. Zwei haben wir. Okay. Gut zu wissen. Er kommt hier runter. Und sie ist dort. Okay. Suchen wir das Ganze mal. Sehr schön. Dann drücken wir F1. So, Evakuierungsplan. Laut des Evakuierungsplans führt ein geheimer Tunnel vom schwedischen Konsulat zu einem Schuhgeschäft in der Innenstadt. Das klingt interessant. Also das glaubt, sobald der Alarm ausgelöst wird, macht ja. Also das klingt sehr, sehr interessant. Also ich glaube, das machen wir direkt. So. Also Informationen, wo kann der denn hingehen? Geht er vor? Sie telefoniert da. Gut. Okay, sie redet auch davon, gerade die ganze Geschäft in der Innenstadt. Ja, ja. Wir haben einen Evakuierungsplan, das reicht mir. Oh, doch, den nutzen wir. Sind wir wieder als Kunde. Perfekt. Ja, reibungslos hätte jetzt gar nicht funktionieren können. So, wir gucken erstmal, dass wir jetzt hier die 131 wieder vorlaufen. Und dass wir da hingehen. Und gucken, was da also ist. Oder suchen sie den Schuhladen. Das machen wir mal. Wir durch den Balsa durch. Helikopter, da fliegen sie. Zwei Stück gleich, okay. Na gut. Achtung, muss ja durch. So, hier geht's ganz schön ab. Hier sind auch einige Roller, die man manipulieren kann oder Mofas. So. Was können wir denn hier machen? Mal einiges machen. Propangasflasche nehmen, Essen vergiften, aber vielleicht kommen auch die Ziele mal vorbei oder so. Und essen was. Oder Prinzip oder andere Personen, so Wachen oder so, wahrscheinlich vielleicht. Okay. Sorry, Sir. Can't pass through here. Alles gut. Alles gut, ich muss trotzdem hier rein. Interessiert mich eigentlich nicht. Schnell hier rüber. Überflugtes Betreten, gut, das ist soweit klar. Gehen wir mal hier lang. Hier auch drüber. Hier haben wir ein paar Münzen noch. Oh, sehr schön. Nehmen wir uns die mal. Zack, zack, zack. You have to salute to get this post. Not bad, huh? I figure since no one knows about the escape tunnel, this is the easiest gig in town. I mean, all we gotta do is. Oh shit! What? Shit! I forgot to leave the all-access key card in the parking garage. You kidding? I need to get back there before XO tears me a new one. All right, I'll hold down the fort. Take the tunnel. It's way faster. Yeah, yeah. Okay. Können wir direkt nutzen. Das heißt, wir gucken, dass wir dem jetzt direkt folgen. Hinterher. Sehr schön. Bis jetzt keiner bemerkt, so soll es auch weiterhin bitte bleiben. Dann schauen wir, dass der hier schön vorgeht und ihm schön folgen. Ist gar nichts, mein Freund. Mal das Bild jetzt hier zu. Bankers are cankers. Bankers are cankers.
Alles klar. So, dann gehen wir hier runter. Bisschen schneller. Okay, jetzt sind sie auf jeden Fall zu zweit. Nicht gut. Well, all we gotta do is pick up Strandberg at the garage and escort him back to HQ. The non-combatants don't know about this tunnel, so it should be... Ich weiß, bei der Münze vielleicht schon mal auspacken. Können wir vielleicht irgendwie gebrauchen. Wouldn't mind seeing Strandberg get a taste of mob justice. Take it, you met him. He was there when the assault team brought him in. It's weird. Part of you wants to punch him in the face. Part of you wants to give him all your money. It's a gift, I suppose. Tell me about it. Anyway, gotta get back to the garage. Later. Okay, ich soll mir jetzt als Soldat verkleiden. Das sollten wir hinbekommen. Hier haben wir auch einen Schrank, den wir dann verstecken können. Als wäre es geplant gewesen. Guck mal, dass wir mal die Münze hier hinten hinwerfen. Okay, was? Hey, Command, I think I heard something. Moving in to investigate. Over. So, dann guck mal nach. Perfekt. Überwältigen, überwältigen, nicht töten. Ja, nicht töten. Ganz wichtig. Wir wollen ihm ja nichts tun. Dann erstmal packen, wegziehen. Hier rein mit dir. Dann verkleiden wir uns. Verkleiden. Okay. Passt, was haben wir hier noch? Münze? Passt dem auch mit? 117 Meter ist jetzt die Frage, ob ich... Wir gehen jetzt nochmal weiter hier lang. Oder ich muss zurück, das weiß ich halt nämlich. Ich glaube, ich kann hier lang gehen einfach. Im Tunnel. Ah, dann werden wir das Ganze mal tun. So, was haben wir hier, ey? Waffellager. Da sind ein paar Waffen. Wollen wir hier mal kurz uns umgucken. Geht auf dem Gang noch lang. Ja, der guckt hier. Die Richtung, aber... Ich kann an ihm vorbei ohne Probleme. So, keiner hat es gesehen. Sehr schön. Wo ist so weiter hoch? Jetzt haben wir auch eine Waffe, die ich erkennen kann. Das ist mal ein Vorteil. Dann sind wir ja gleich an dem Punkt. Im Konsulat. So, sind auch immer überall Spins. Achtung, ist ja durch. Gehen wir hier rein. So, wir kommen in der Werkstatt raus. You made it. Most impressive, 47. Now to locate Klaus Strandberg. Es sind einige Sachen, die hier rumliegen. Wir nehmen jetzt hier mal den Schraubenschlüssel einfach mal mit. Wer weiß, man kann es ja immer gut gebrauchen. Vollwachs, die ist 100%. Muss ich auf dem Rücken tragen oder so. Deswegen nehme ich das Ganze hier nicht. So, hier könnte ich Licht ausschalten. Hier habe ich nämlich gerade den Alarm auszuschalten oder anzumachen, genau gesagt. Einen Feueralarm auszulösen. Gehen wir mal hier rein. Hier haben wir. Was haben wir denn hier? Gift. Brechmittel. Nehmen wir auch mal mit. Können wir immer gut gebrauchen, falls es doch irgendwas anders noch schief gehen sollte. Oder nicht so geplant sein sollte, wie wir es haben möchten. Und für das andere Zielperson. Die andere Zielperson. So. Und die erkennen mich. Oh, okay, okay, okay. Militärfunk einschalten. So schön, das als Ablenkung, das glaube ich ganz gut funktioniert. Ja, ja, hat funktioniert. Das heißt, ich kann ja einfach ohne Probleme dann hier durch. Ja, kann ich. Jetzt bewegt sich da weg. War knapp. Hä, wo ist denn der Alarm? Ist doch hier irgendwo drin. Ja gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Ah, der ist hier drin. Deswegen. Okay. Sieht er keiner? Ne, sieht keiner. Zielperson, wo ist denn die? Die rennt hier rüber. So. Transportieren Sie die Standpunkte in die zur Schule. Machen wir. Wir dürfen jetzt sogar unsere Waffe offen tragen. Ich gehe jetzt erstmal zu ihm hoch.
Oder kommt er zu uns runter? Der kommt schon mal zu uns irgendwie hierher. Ja, ja, ja. Wir bringen sie weg hier. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind für Sie da. That is Klaus Strandberg, most wanted man in Morocco. So, dann gehen wir mal mit den Jungs mit. Eskortieren wir mal hier. Gut, dass mir hier keiner erkennt, auf jeden Fall. Das wird jetzt ziemlich suboptimal. Ja, ja, ich beeil mich schon. So, überall stehen noch Wachen rum, natürlich noch weiterhin. Mal gucken, wann wir uns die Gelegenheit haben, ihn zu töten. Dauert vielleicht noch. Und so wie auf die Leute im Bild müsst ihr dann die andere Person auch noch sehen. Das heißt, ich kann dann beide ausschalten. Das wäre natürlich sehr schön. Achso, Mist. Ist einfach nicht näher kommen. Wird mich sonst erkannt. Wir rennen mal wieder ein bisschen. Sollen den Jahr nicht verlieren. So. Sehr schön. Jetzt sind wir auch mittlerweile nur noch zu viert. Als Wachen. Ja. Dann passt es. Vielleicht wird es noch ein paar weniger. Das sehen wir ja da gleich. Hier kann mich auf jeden Fall keiner kennen, hier oben, dann passt es. Okay, we're in the safe zone. No one gets inside the perimeter. Are we clear? Hey, we got a situation here. Ja. Jetzt verteidige auf jeden Fall. You're safe. Everything's clear. Oh, thank you. I thought I was dead for a minute. Good job. Okay, dann schicken wir die Waffe wieder weg. Ich soll auf jeden Fall noch zur Schule evakuieren. Oder eskortieren. Good show, Sergeant. The school's just across the alley. Go on, we got your backs. Oh, finally! Yes. Na dann. Team 1 Leader, we're at the safe house. Proceeding toward the rendezvous point. Over. Okay, let's go. Good show, 47. Strandberg is on the move and we know exactly where he is heading. Okay, das heißt, wir wissen jetzt genau, wo er hin möchte. Jetzt habe ich leider das Scharfschützengewehr nicht dabei. Aber das sollte gar kein Problem sein, ja. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal ein bisschen nach. Wir können jetzt auf dem Weg, zum Beispiel hier hätte ich ihn ausschalten können. Ich hätte ja eine Sprengfalle hinterlegen können. Alles Mögliche, wenn ich machen kann. So. Wir warten aber noch ein bisschen. Wir folgen ihm einfach zur Schule. Und dann müssten sie ja die Ziele beide treffen. Eddie, Soldier. This is Gate. The package is secure. Over. So. Okay, jetzt haben wir hier, sind wir angekommen. That is General Reza Zaidan, Keeper of the Peace. So, haben wir unsere Ziele. Wir sind jetzt auf einmal zusammen unterwegs. So, ich habe hier nochmal eine andere Waffe. Ich habe hier Spielzeugpanzer. Ja. Ich hätte gerne der Pistole auf das Teil geschossen. Next up, Reza Zaidan.
I said readdress the package. Now go! We will get you to safety. We are trained professionals. So, die versuchen ihn jetzt zu evakuieren. Ja, uns Ziel. Dann passt es soweit. Ah, ja gut, ich kann ihm ja folgen mal. Haben wir ja, wir haben ihn da vor uns schon. Wir werden jetzt nur gucken, dass wir ihn auch ausschalten können. Boah, macht er mal diesen Alarm aus, ey. Ganz schön. Gehen wir mal hier lange. Ja, das haben wir hier. Munition noch ein bisschen, sehr schön. Wasser. Oh, hier. Oh, sehr schön. Das nehmen wir auch mal mit. Ja, das passt soweit. Ich gehe mal hier raus. Beziehungsweise, was können wir denn noch für Gelegenheiten, ihn zu töten? Weil Gelegenheiten sind halt immer sehr gut. Böses Blut. Sondern auch die Druckerei. Ah, nehmen wir mal die hier. Back to work, but keep those eyes open. Die Zelle des Gefangenen finden. Dann machen wir mal. Als Offizier verkleiden. Puh, das war knapp. Dann soll ich mir als Offizier verkleiden. Gut, gut, gut. Tja, das wird aber nicht ganz so leicht. Weil da zwei Personen sind. Also allein schon. Das wird nicht leicht. Wir gucken mal. Was machen könnten. Was haben wir denn hier? Schulsprengeranlage einschalten. Okay. Was haben wir hier noch? Billardkugel. Ah, warte mal, hab ich? Ja, ich habe das Rattengift dabei. Ich könnte denen das untermischen. Müssen aber beide weggucken. Und das wird nicht einfach. Ja. Identify yourself. What? Die werden sich ja wieder beruhigen. Ich glaube, bin ich mir ziemlich sicher. Also, dann wird er wahrscheinlich vielleicht was trinken. Und dann wird er auch weggehen. Und so können wir uns schon knutzen. War ich die eleganteste, aber hat funktioniert. Ich meine, bin halt ein bisschen aufgeflogen. Ganz kurz aber nur. Weil jetzt beruhigen die sich schon wieder. Und dann wird er wahrscheinlich was trinken gehen. So, gehen wir erstmal in Deckung. Komm, trink schon was. War knapp. Er wird gleich wahrscheinlich was trinken gehen hier. Der Boy. Ah, die Tür ist verschlossen. Ich glaube, es geht auch was trinken. Ja, sehr schön. Sie haben es halt nicht direkt gesehen, wie ich es vergiftet habe. Zu meinem Vorteil. Oh Gott. Tja. Wo gehst du jetzt hin? Wo geht der hin? Wo kann ich ihn verstauen? Wo kann ich ihn verstauen? Wo kann ich ihn verstauen? Hier kann ich ihn.
Erstmal ziehen, erstmal wegbringen. Erstmal. Schnell. Schnell. Ganz kurz warten, bis der. Ne, brauche ich nicht. Okay, Offizier, mich verkleidet. Passt. Das haben wir erledigt. Der wundert sich jetzt nur. Nur die, weil die Waffe da rumliegt. Ja, gut. So, übernehmen Sie die Wache in der Zelle. Ja, gut. Maybe. You're dismissed. General safe. Yes, sir. Thank you, sir. Playing gun. Es war knapp, es war sehr knapp. Ja, das ging jetzt leider nicht. Ich werde jetzt noch warten, bis er wiederkommt. Wir wollen das schon wirklich so machen, wie sie es uns vorgeben, hier. Das heißt, schön als Gefangener verkleiden. Es war jetzt halt nur blöd, dass er genau in dem Moment gekommen ist. Aber, na gut, wir werden schon sehen. Hören wir zu lange einfach ein bisschen zu. Sonst ist selbst keiner da und kommt auch, glaube ich, keiner nach. Gut, dass der Schrank für zwei Leute ist. Das heißt, ich kann dann ihn, den Gefangenen, verstauen da drin. Und ich kann mich und dann ihn verkleiden. Beziehungsweise verstauen. Den Anführer. Ja, komm schon. Geh wieder. Sehr schön, er geht. Sag es jetzt sehr knapp, aber hat geklappt. Okay, er ist gegangen. Sehr schön. Dann überwältigen wir uns ihn mal. Nicht Genick brechen, wollen wir nicht. So, dann ziehen wir ihn mal weg. Das heißt, wir werden uns ganz kurz mal den näher aufräumen. Beseitigen. Perfekt. Und dann müssen wir gucken, dass unsere Waffe loswerden. Das machen wir das hier mal schnell. Das aufmachen. Dann legen wir ganz kurz unsere Waffe hier weg. Okay, dann machen wir wieder zu. Dann verkleiden wir uns mal. Und setzen uns mal hier hin. Good plan. Zaydan won't expect resistance from a tied up prisoner. Ja. Das ist ja das Tolle. So. Die Frage, kann man uns da irgendwie vorbereiten drauf irgendwas? Nee, ne? So. Die Wache wird. Oder beziehungsweise er wird gleich bestimmt gleich kommen. Und uns gleich verhören wollen. Jetzt mal gucken, wie wir den uns genau packen, ob wir da eine Möglichkeit haben oder ob wir da aufstehen müssen. Wir werden einfach sehen, wie wir das nutzen. Also ich kann auf jeden Fall meinen Hintergang oder Hinterausgang mal freigehalten, falls ich irgendwie raus muss. Ja. So. Er kommt jetzt auf jeden Fall zu uns, so wie es sein soll. Ja, komm her. Ja, wir schlafen ganz gemütlich. Jetzt ein bisschen warten, mal gucken, wann der richtige Zeitpunkt ist. Time to decide. What should I do? Don't tell me you're sleeping, Zayd. Both targets down. Perfekt. So muss es sein. Ach ja. Und dann lassen wir ihn mal hier so sitzen. Wir werden uns aber wieder umziehen als Offizier. Keiner hat's bemerkt. Ja, wie gehen wir denn hier raus? Ich glaube, wir gehen einfach hinten raus. Ganz gemütlich. Oh, Spielplatz. Ja, sollte uns ja keiner erkennen, soweit. Perfekt. Wir haben einen Panzer stehen. Okay, wir hinten rausgehen. Und dann haben wir doch die Mission soweit erledigt. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier rauskommen und wo wir rauskommen. Dass schon kein Ausgang ist. Müssen wir wieder hier reingehen. Beeilen wir uns natürlich schnell.
So, perfekt. Hier vorne ist keiner, der mich erkennen kann. Sehr schön. No, ah, genau, kann man hier vorne raus. Ohne Probleme. 30 Meter und 18 Meter. Nehmen wir noch den hier 30 Meter Entfernung. Den Weg. Ja, brauchen wir es nicht mehr. Können die einfach verschwinden. Wir können ja ein. Was haben wir denn hier? So, nur so mal gucken. Alles klar. Das Geschütz können wir anmachen können. Ja gut, dann fahren wir mal weg mit dem. Der fehlende Schlüssel. Oh, na gut, dann nicht. Dann müssen wir den weiten Weg nehmen. Na gut. Dann wird es auch ein bisschen schwerer gemacht. Ich meine, das wäre zu schön. Muss ja den Schlüssel irgendwo finden. Ich meine, irgendjemand wird den schon haben, aber bis ich da jetzt ewig suche. Ist jetzt auch egal, ist nicht so schlimm. Das heißt, wir gehen jetzt mal die 70 Meter lang. Gucken mal, dass wir hier rauskommen. Hoffentlich passiert in der Zeit nichts mehr. Was uns Probleme machen könnte. Da haben wir auch noch einen Ausgang, wie man sieht, der jetzt immer näher kommt. Aber der scheint ein bisschen näher dran zu sein. So, dann werden wir auch den nehmen. Wahrscheinlich ist es auch der, wo wir gekommen sind. Oh, nee. Ah, 30 Meter. Hier. Ah doch, also scheinbar doch, wo wir hergekommen sind. Da gehen wir dann auch wieder. Von dem her passt es ja. Na genau, da wo wir gekommen sind. Perfekt. Compromise, but I don't understand. There is no sign of forced entry, no alarms, nothing. One of my people has gone missing in Johannesburg. A key bearer. I wish I'd been informed. Still, the system demands two keys, and the rest are all accounted for. Except for your late predecessors. Comp? But his plane went down over the Pacific. It was an accident. Such was the conclusion at the time. Yes. Die, Mr. Fannin. Happens all the time, even to us. It seems like a conspiracy. Probably isn't. And yet, the failed coup in Morocco, the ether virus, someone knows about us. There was a pattern and I failed to see it. Providence is under attack. How much was there? Money? Not money, Mr. Fannin. Information on all of our assets and operatives. Like you. Dig a trench, Director. And make it a deep one. Because none of you are safe anymore. Tja, und damit haben wir auch die Mission erfolgreich abgeschlossen und sehr spannende Endsequenz. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Also hier sehen wir auch gerade, wie wir unsere Punkte schon bekommen. Also es sind noch ein paar. Guck, wie viele Sterne wir bekommen, wie gut wir es denn abgeschlossen haben. Bin auch gespannt. Hier Freischaltungen. Oh, es sind einiges, Leute. Level 5 bin ich jetzt. Ja, gucken, wie viele Punkte wir bekommen. Schauen wir mal. Oh, 3 Sterne sogar, oder 3 Hitman-Abzeichen, wie man es auch nennen möchte. Ich habe einen einzig getötet. Echt? Weiß ich gar nicht mal. Na gut, 118.000 Punkte. 118.353, wenn man es nennen möchte. Ja, soweit. Einsatzziel abgeschlossen, passt. Immer unbemerkt. Weiß nicht. Alle Kills unbemerkt. Das war auf jeden Fall der Fall. Kein Körper gefunden. Das war auch so der Fall, keine Aufnahmen,
auch so der Fall. Keine Kameras haben mich aufgenommen, das war schon mal sehr gut. Ja, ich glaube, damit haben wir alles. Soweit, wenn es euch gefallen hat, lasst über den Daumen da oben da. Wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen unten dazu lassen und dazu schreiben, wenn es geht. Was euch nicht gefallen hat, dann wäre es einfach für mich, das beim nächsten Mal besser zu machen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!